Wahl versäumen. Hier entsteht ein Gesetz und das am Beispiel des EU-Behindertenausweises kann man das, glaube ich, ganz deutlich machen. Ein Gesetzgebungsverfahren im Deutschen Bundestag braucht eine gewisse Zeit und zum Teil auch eine ziemlich lange Zeit. Ja, die Frage ist, was macht eine Abgeordnete im Deutschen Bundestag? Sie versucht, einen Koalitionsvertrag umzusetzen. Das ist der Ausgangspunkt. Es kommt darauf an, bist du in der Opposition, bist du in einer Koalitionsfraktion. Das Gesetz wird in den Bundestag eingebracht. Das sind meistens so 6 bis 8 Wochen, nachdem das Gesetz im Kabinett verabschiedet worden ist. Der Petitionsausschuss ist für mich so ein ganz besonderer. Sodass es nicht selten der Fall ist, dass manche Themen noch etwas länger brauchen, bis sie umgesetzt werden. Alles gleichzeitig geht nicht. Das überschreitet die Kompetenzen der Ministerien und des Deutschen Bundestages.